Tja, da sind wir schon wieder. Eigentlich viel zu früh, weil wir haben ja gesagt, nur alle 2 Monate ein Video. Zufälle gibt's? Ja, und wir wurden aber quasi gezwungen, wieder ein Auto zu testen. Ja. Und deswegen sind wir noch übellauniger, wie wir sonst schon immer sind. Aber es geht eigentlich gar keine Steigerung. Also ich sag mal, die bis 100 gehende Übellaunigkeitsskala steht schon auf 100, von daher... Zumindest ist es ein BMW. Ja, da komme ich jetzt drauf. Da ich ja immer anfangen muss, die 2, die unsere Videos sehen, wissen warum. Alle anderen sollten es einfach auch nicht gucken. Wir haben hier quasi den Opel Zafira für den dickeren Geldbeutel. Ja? Ich weiß ja, du bist BMW-Fan. Von daher musst du dieses... ich nenne es mal Gefährt. Kutsche. Ja, ja, eigentlich wirklich wehtun, weil BMW verrät irgendwie alles, was BMW mal war. Also ich komme noch aus einer Zeit, da war BMW ein rein Sechszylinder, hatte Heckantrieb und war geil. Ja? Und das hier ist mal, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ein 2er BMW ist. Wahrscheinlich irgendwie ist das alles, was noch frei war zwischen 0 und 9. Ein 2er ist normalerweise 1er Coupé. Ja, das sehe ich hier gerade. Ja, aber das ist der Active Tourer. Und ich sag mal, was ich total zum Kotzen finde, Frontantrieb. Wer will einen Frontantrieb bei einem BMW? Keiner. Also ich meine, eigentlich will man bei gar keinem Auto Frontantrieb. Aber beim BMW schon gar nicht. Ja. Und dann einen Dreizylindermotor. Hallo? Ja, da fragt man sich doch wirklich... Aber das muss irgendwie für die junge Zielgruppe sein. Den Leuten, denen alles scheißegal ist, Hauptsache steht BMW drauf und die sowieso nie unter die Haube gucken. Ja. Oder zu dämlich sind, nachzuzählen, wie viele Zylinder drunter sind. Aber siehst schon, ich rede mich in Rage hier bei deinem BMW. All meiner Aggressivität solchen Fahrzeugkonzepten gegenüber, muss man sagen, er geht tatsächlich mit seinen traurigen Dreizylindern besser. Also mancher Opel-Vierzylinder. Ja, jetzt reiß nicht noch die Opel-Wunde. Wir haben gesagt, Opel und AMG lassen wir mal aus die nächsten Videos. Ja. Ach, so schwer. Sagen wir mal so, wie viele Vierzylindermotoren, die es auf dem Markt gibt. Ja. Und es ist trotz allem mal wieder ein Auto, was sich sehr gut fährt. Ja, also man kann jetzt dem Konzept negativ gegenüberstehen, tue ich. Man kann Dreizylinder nicht mögen. Man kann Frontantrieb nicht mögen, aber es ist dennoch eigentlich ein gutes Auto dabei rausgekommen und bei allem, was sie da weichgespült, weggelutscht, glatt gebügelt und sonst was haben, meinst du immer noch die Handschrift von BMW zu erkennen? Ja, also wenn ich so außen auf die Trommel gucke, kann ich das nicht. Ja, aber ich sag mal so, wahrscheinlich sind diese Pseudo-Familienkugeln irgendwie doch ein Verkaufserfolg und dann muss da jeder Hersteller irgendwie mit. Ja. Ja. Er fährt sich besser, als er aussieht. Das wäre jetzt kein Kunststück. Ja, aber ich sag mal, jetzt haben wir die Ouvertüre, beziehungsweise was heißt wir, jetzt habe ich die Ouvertüre schon so gemacht, dass sowieso keiner mehr Spaß hat, weiter zu gucken und eigentlich das zentrale Thema, um das es geht, schon wieder völlig in den Hintergrund getreten ist, weil man muss mal sagen, wir haben hier mal ein absolut geiles Tuning hinbekommen. Ja. Ja? Und für alle diejenigen, die sich aufgrund von Familie und Kindern oder sonst was für Verpflichtungen so ein Ding kaufen müssen, wider ihren Willen, ja? wo vielleicht noch dieses Rest am Sportfahrerherz schlägt und der sagt, oh Gott, die Plagen, die Alte, ich muss, ja? Ja? Dem können wir echt helfen, ja? Weil wir kriegen es tatsächlich hin, diesem Dreizylinder, was auch immer, Performance zu entlocken. Ja? Und wir haben hier teilweise Beschleunigungswerte von 0 auf 180. Da sind wir, glaube ich, irgendwie mit Tuning roundabout 8 Sekunden schneller. Ja. Also jenseits der Tatsache, dass er in Serie für die Umstände, dass es ein Dreizylinder ist mit so gut wie gar keiner Leistung, nämlich 136 PS, nicht schlecht vorwärts geht, geht es mit Tuning richtig gut vorwärts. Ja. Und was man sagen muss, zur Ehrenrettung von BMW, wir müssen ja in letzter Zeit häufig bemängeln, schwerpunktmäßig auch bei Mercedes, dass die Kisten seltenst die Leistung, die der Hersteller angibt, erreichen. Ja? Und hier muss man sagen, er hat die Serienleistung nicht nur erreicht, sondern auch ein bisschen übertroffen. Ja?
Das heißt also, der stand wirklich gut im Futter. Was auch erwähnenswert ist, weil das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Und ich muss sagen, das ist jetzt natürlich auch nichts, was so in irgendwelchen Testberichten oder so bei anderen so mal rüberkommt. Ja, weil wenn ich immer mal so in die Motorpresse gucke, was ich eigentlich besser nicht mache, findet man sowieso immer nur Herstellerangaben, weil, ja gut, leuchtet auch ein, was soll man sich mit den Herstellern verkacken, muss man ja ein Testauto irgendwann mal kriegen. Da kann man nichts Negatives sagen. Nicht so wie wir, ne? Dass wir uns die Testautos kaufen müssen oder irgendwie sowas. Ja, genau, ja. Aber gut, der Zuschauer hat jetzt gesehen, der dicke alte Mann hat wieder nur Vorurteile und findet alles scheiße. Jetzt liegt's an dir, das Ruder rumzureißen. Als BMW, Jünger, die positiven Elemente. Ich möchte eigentlich gar nichts mehr sagen zu so einem Ball. Weißt du, wenn ich jetzt hier rüber gucke, kriege ich schon das nächste Horn. So ein Dreiecksfenster. Ja, das ist nix. Hey, wie kann man denn so eine Scheiße machen? Also als BMW. Ja. Wäre das jetzt ein Mazda, würde ich sagen, oh super, Dreiecksfenster. Ja. Aber es ist ein BMW. Ja. Aber. Du nimmst mir schon die Argumente so ein bisschen. Doch, sehr schöne Sitze, muss ich sagen. Ja. Ja. Also gut, ich sag jetzt nichts mehr. Rede deinen Stiefel runter zu der Karre und dann sehen wir zu, dass wir hier die Off-Taste drücken und den Käse durch haben und irgendwann gelingt es uns vielleicht auch mal wieder ein Auto zu testen, wo ich zumindest mal nicht, oder wo ich mich zumindest mal dahingehend errege, dass es mich geil macht, damit zu fahren. Ja. Da wollen wir hoffen, dass es das Auto überhaupt noch gibt. Ne? Schwer. Ja. Ja, okay, also was haben wir hier? BMW 218i Active Tourer, wie wir jetzt schon mehrmals erwähnt haben, so eine Art Minivan, ja, so wie so ein Golf Plus Opel Zafira so in der Klasse, würde ich sagen. Ja, ganz, ganz ungewohnt von BMW. Also wenn man jetzt nicht das Zeichen irgendwie hätte, und vielleicht sogar die Scheinwerfer noch ein bisschen zur BMW-Familie mit den Nieren vorne zuordnen könnte, würde man sagen, ja, das ist, wie du schon sagst, irgendein Mazda oder irgendein Opel oder weiß ich nicht, weil BMW macht ja sowas normalerweise nicht. Und jetzt haben sie sich doch mal gewagt und das gleich mit einem Motorenprogramm beziehungsweise Antriebskonzept, das uns nicht gefällt, muss man auch ganz klar sagen, wie gesagt, der Frontantrieb, kann ich gleich sagen, den merkt man sofort. Ja. Das heißt, sobald man irgendwie mal ans Gas geht, aus der Kurve kommt oder sowas, merkt man, der versucht sich gerade zu ziehen. Also das ist halt die Antriebseinflüsse in der Lenkung. Seit mein Opa in Stalingrad war, weiß man, dass Front immer scheiße ist. Front immer scheiße ist, ja. Genau, so auch hier muss ich sagen, das ist natürlich, ja, will ich eigentlich von keinem BMW irgendwie sehen, ja, dass die mal irgendwie Frontantrieb, aber so wie sich das ja rauskristallisiert, soll das auch jetzt nicht nur dabei bei dieser Baureihe hier bleiben. Und ich hoffe ja, dass das noch umgeworfen wird, weil, wie gesagt, die Tugenden oder die Werte, die BMW mal hatte oder versucht immer noch zu haben, die gehen in eine ganz andere Richtung eigentlich. Ja. Und hier ist halt, wie gesagt, Frontantrieb. Über den Dreizylinder kann man noch streiten in Zeiten von Abgasnormen und man wird ja da auch als Hersteller so ein bisschen in eine Ecke gedrängt, wo man sagen muss, okay, wir müssen jetzt weniger Hubraum, weniger Zylinder, Reibverluste etc., Verbrauch, und dann kommt halt sowas bei raus. Muss man was man vielleicht noch einschieben sollte, der Motor ist wohl offensichtlich ein Baukasten, das heißt 500 Kubik pro Zylinder, 3, 4, 6 Zylinder und möglicherweise auch zumindest artverwandt als Diesel. Ja. Also ich würde mal sagen, da steckt jetzt vielleicht auch am ehesten der Gedanke dahinter, mit wenig Kostenaufwand eine große Palette abzudecken. Genau, ja. Die Zeiten, wo man quasi für jede Modellgeneration eine eigene Motorenkonstruktion hatte oder, die scheint immer mehr in den Hintergrund gedrängt zu werden. Ist auch klar, weil ich sag mal, Technik ist heute nicht mehr gefragt bei Autos, Marketing ist gefragt. Genau, das muss halt lifestyleig und hip sein. Man muss jede Lücke füllen. Ja, ich sag mal, sieht man ja auch an den Kooperationen, die Mercedes mittlerweile betreibt, um in den kleineren Autos Motoren einzubauen. Ja. Aber mach du mal hier mit deinem, mit deinem Active Tourer weiter. Ja. Also wie gesagt, der Motor 1,5 Liter Dreizylinder Turbo. Twin-Scroll-Technologie ist drin, wie bei fast allen BMW Turbo eigentlich, oder eigentlich bei
Ja, bis auf den M4, den neuen, der hat tatsächlich noch zwei Turbolader. Ja. Und ja, 100 kW Ausgangsleistung, 220 PS ist er angegeben, ein bisschen und mehr hat er gehabt. 220 Newtonmeter, 136 PS, genau. PS, ja. Und ja, ich sag mal, wenn man das Auto anmacht und er läuft und man sitzt drin, merkt man gar nicht, der ist ja laufruhig eigentlich, der Motor. Ja. Also man merkt jetzt nicht unbedingt, okay, es ist ein Dreizylinder am Werk, wenn ich da noch an die Opel Corsa B-Zeiten mit 1 Liter Dreizylinder denke oder so, da hat man so im Auto gesessen an der Ampel, ja, ist hin und her gegangen, aber der ist wirklich, also laufruhig. Wenn man dann allerdings vorne die Haube auf hat und dann mal ein bisschen hört und so, dann merkt man das schon, okay, der ist wahrscheinlich sehr gut gelagert, also die Motorlager funktionieren sehr gut. Wie gesagt, da, wie du schon sagst, die meisten eh nicht mehr unter die Haube gucken, nur gucken, okay, ich habe einen BMW, ich habe so und so viel Leistung, da passen Kind und Frau noch rein, fertig, gut ist, ja. Ob das jetzt ein Dreizylinder, Vier- oder Sechszylinder ist, auch wieder egal. Ne, hör einfach auf über diese ganze Kacke von Konzepten und von erzähl einfach ein bisschen hier von unserem Tuning. Ja. Wie gesagt, Tuning funktioniert einwandfrei sehr gut. Ja, also man hat wirklich deutliche Leistungssteigerung und auch so in den Zwischensprints oder sowas, da ist das ein Vorher-Nachher-Unterschied, wie wir es eigentlich uns immer wünschen, ja, von jedem Auto, dass das Tuning so gut angenommen wird. Ja, also wir haben ja weit über 30 PS nochmal zusätzlich rausgeholt und ich sag mal, in der Leistungsklasse ist das schon, kann man sich ja umrechnen, in Prozent ist das schon sehr deutlich. Ne? Ja, ja, ja. Und auch beim Drehmoment ordentlich zugelegt für einen Turbobenziner. Und das merkt man in jeder Lebenslage. Also sobald das Tuning mal rausgebaut wurde und man fährt, denkt man, okay, Gaspedal funktioniert nicht mehr so wirklich oder so, keine Ahnung. Also das ist wirklich, läuft wirklich einwandfrei. Also da kann man keine Beanstandungen sagen. Also so wünscht man sich das eigentlich von jedem Auto, dass das Tuning so gut angenommen wird. Und wie gesagt, 0 auf 100 Durchzugswerte und sowas, 0 auf 180, ganz klarer Fall. Extrem viel schneller und es ist nicht so, dass das nur jetzt quasi die Werte sind, okay, man sieht, es ist deutlich schneller, man spürt es auch wirklich, also es ist sehr, sehr angenehm. Ja. Also, normal hat der Konsument die Erwartung, Auto geil, Tuning-Kacke und diesmal ist umgekehrt. Diesmal ist umgekehrt, ja. Okay. Aber im Prinzip, irgendwas muss ja geil sein. Ja. Wenn das Auto schon nicht geil ist, ist wenigstens das Tuning geil. Okay. Ja. Und was soll ich sagen? Wir haben hier eine 6-Gang-Haarschaltung, die automatisch beim Runterschalten auch Zwischengas gibt und so. Ist auch erstmal gewöhnungsbedürftig, zumal der Dreizylinder auch wenig Motorbremse hat. Also der hat wirklich, da schaltet man runter und man wird kaum langsamer, als wenn man jetzt ausgekuppelt hätte und so. Ist jetzt für sportliche Fahren jetzt, sagen wir mal, auch kontraproduktiv. Ja. Aber dafür, dass es ein relativ hoher Aufbau eigentlich ist, auch gut ums Eck, die Bremse ist auch okay, kann man auch nicht beanstanden. Und ja. Für einen wie dich, der Erregung aus häufigem Schalten bezieht, ist es natürlich dann eigentlich kontraproduktiv. Ja, das stimmt. Also man denkt immer, ach, ich habe ja jedes Mal perfekt geschaltet. Ja. War jedes Mal eine 10 von 10. Ja, so ungefähr. Und bis man irgendwann drauf kommt, okay, der geht automatisch gleich die Drehzahl an. Also wie man früher jetzt, was weiß ich, immer mal probiert hat, mit Zwischengas das zu regeln, was nicht immer klappt, und macht der halt schon automatisch, und das macht er aber auch sehr gut, muss man ganz klar sagen, ja. Und da fühlt sich jeder, der vielleicht mit der Schaltung nicht so zurechtkommt, gleich viel besser, ja. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das so eingebaut wird, ja. Aber ja, wie gesagt, ansonsten wäre es jetzt auch nicht meine erste Wahl, jetzt optikmäßig oder sowas, auch hier, wie du schon sagst, mit diesen geteilten Fenstern und so, das man halt auch so von Opel Zafira und Co. kennt. Ne? Aber nichtsdestoweniger, man merkt trotzdem, in der Klasse ist es ein BMW, ja, wie er sich fahren sollte, hat jetzt halt Frontantrieb bekommen, ist halt scheiße, aber für die Klasse ist das okay, denke ich mal. Ja. Und ja, was kann man noch sagen über das Auto? Irgendwie Bremsen, Fahrwerk wahrscheinlich gut, BMW-typisch. Ja, habe ich ja gesagt, wie gesagt, ja. geht gut ums Eck. Erstaunlich besser, als ich gedacht habe. Also ich probiere das ja auch immer mal aus, auch übers Limit zu gehen. Ja. Ne? Und er ist natürlich neutral abgestimmt und auch der Frontantrieb trägt dem Konzept natürlich dann noch bei, eher über die Vorderräder zu schieben. Wie ja? ist das so? Ich wollte gerade sagen, wenn du zu schnell in die Kurve reingehst und willst am Gas bleiben, dann ist die Fahrtrichtung trotzdem eher geradeaus als ums Eck. Ja, das ist halt
wenn man es dann richtig drauf anlegt, unschön. Ja, aber wer möchte das schon? Aber er bleibt sehr lange neutral, ja. Bis man es dann halt doch übertreibt und dann ganz Fronttriebler typisch schiebt er über die Vorderachse und ist halt benutzerfreundlicher im Endeffekt. Ne? Für diejenigen, die nie in so Situationen kommen oder ja, ist halt sehr sicher abgestimmt. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Ja. Aber ansonsten, ja, Bremse kannst du nichts sagen. Und was kann ein Auto heute mehr sein als benutzerfreundlich? Ja, mehr ist es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt die Emotionen weckt oder sowas, ganz klar. Was ja immer BMW, Freude am Fahren, der Werbeslogan ist. Ja, Freude am Fahren. Jetzt haben wir es uns mit BMW auch noch verdorben. Ja. Du mehr als ich. Mehr viel. Ja. Naja. Für das Konzept ist es in Ordnung. Ja, und ich sag mal, um es einfach nochmal abzurunden, wer dann so ein Auto präferiert, dem kann zumindest mit unserem Tuning geholfen werden. Also ich hoffe, wir können jetzt das Versprechen einlösen, nicht bald schon wieder ein Video zu machen. Ja. Aber ich habe schon wieder gehört, da sind schon wieder ein paar Autos im Rohr, also es finden sich immer noch irgendwelche Bekloppten. Ja, unfassbar. Ja. Aber gut, ich würde sagen, wir ziehen unserem BMW das jetzt mal die Abschiedsmütze über und hoffen auf Besserung. Sagen wir mal, wie immer, sind wir durch. Ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wiederhören.